Wir stellen heute eine Marmelade bzw. einen Fruchtaufstrich, weil Marmelade darf man nicht sagen, weil nicht genügend Menge Zucker drin ist. Wir werden diesen Fruchtaufstrich komplett ohne Zucker herstellen und als Frucht verwenden wir Birne. Für meine Birnenmarmelade braucht es nicht viel. Wir brauchen Birne und zum Andicken Agar-Agar. Natürlich kann man dieser Marmelade auch Süßungsmittel zusetzen. Je nachdem, wie reif und wie süß eure Birnen sind oder waren, könnt ihr dann selber entscheiden, was ihr als Süßungsmittel zunehmt. Es kann ein Süßstoff sein, in Tablettenform. Es kann ein Süßstoff sein als Flüssigsüße. Man kann Agavendicksaft nehmen, man kann Stevia nehmen. Die Menge ist einem auch selbst überlassen, weil ich weiß nicht, wie süß ihr das haben wollt, beziehungsweise wie süß eure Birnen sind. Ich werde hier, da die Birne sehr, sehr süß ist, werde ich keinerlei Süßungsmittel zusetzen. Ich entferne das Kerngehäuse der Birne und werde die Birne nicht schälen. Ich mag an für sich immer gern so ein bisschen Kontrast in der Marmelade. Also nur Kerngehäuse entfernen und die Birne in circa Würfelzucker oder kleiner als Würfelzucker große Stücke schneiden. Als nächstes habe ich meine Birne jetzt auf den Herd gesetzt und lasse sie bei milder Hitze leicht vor sich hin köcheln. Ich streue jetzt mein Agar-Agar. Agar-Agar, ein natürliches Produkt, hergestellt aus einer Alge, über meine Birnen, verrühre diese kurz, lasse die Birnen, wie gesagt, 1 bis 2 Minuten köcheln. Macht nicht den Fehler und dreht es zu hoch, weil sonst brennen die an. Speziell im ersten Bereich oder in der ersten Zeit, wo sie noch kein Wasser abgegeben haben. So, die haben bei mir jetzt hier so 3-4 Minuten gekocht. Wie gesagt, wer eine härtere Birne hat, kann durchaus länger sein, dass sie so ein bisschen zerfallen. Und wem es dann nicht schnell genug geht, beziehungsweise wer die noch püreer mag, geht mit so einem Stampfer, mit so einem Kartoffelstampfer durch. Von so einer Küchenfee hier, so ein Dings, würde ich abraten. Das wird mir dann zu suppig, zu klein und wird dann nur so eine graue Masse. Jetzt werde ich sie in Gläser abfüllen. So, meine noch kochende Marmelade, wobei Marmelade darf man eigentlich sagen, ist im einfachen Grund, weil die keinen Zucker enthält, beziehungsweise nicht die vorgeschriebene Menge Zucker. Dieses Gesetz oder diese Vorschrift stammt aus einer Zeit, wo der Zucker teurer war als das Obst, was man da zur Marmelade verkocht hat. In meinen Augen heute nicht mehr unbedingt so zeitgemäß. So, jetzt fülle ich die warme Marmelade ein, gebe noch einen guten Schuss Williams Christ Brand oben rauf, zünde das Ganze an. Der brennt, obwohl er keine 50% hat, weil er jetzt warm gemacht wurde. Man sieht es bloß nicht. Deckel rauf und mit einer Wegklammer verschließen. Hier nun mein fertiger Birnenfruchtaufstrich. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes produzieren soll, hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.